Auhauer. Frogs and Co. Blind Bags. Gerade als ich dachte, es gibt eigentlich keine Blind Bags mehr, die ich noch nicht gesehen habe, aber so ist es momentan wirklich. In jedem Kick, in jedem Teddy, in jedes Toys R Us, wo ich reingehe, es ist immer der gleiche Ramsch. Nirgendwo gibt es wirklich was Neues, mit Ausnahme von ein paar neueren Star Wars Blind Bags, aber das liegt halt daran, dass der Film gerade im Kino ist und dass man alles mitnehmen muss, was man finden kann. Und dann fand ich bei einem, ich weiß gar nicht, Teddy Toys oder sowas, Frogs and Co. New Edition Blind Bags. Ein Frosch, ein Mini-Poster. Gab es da eine alte Edition? Vermutlich, es steht ja New Edition drauf. Ich habe aber die noch nie irgendwo gesehen. Sind von De Agostini und es ist alles super toll. Es sind Fakten und was? Das habe ich irgendwie total verklebt. Da kann man überhaupt nicht erkennen. Es sind also Frösche drin. Collect them all. Nun ja, was habt ihr denn hier für einen Quatsch? Wow, der ist natürlich recht gummihaft, gummiartig, sehr lebensecht. Man kann ihn eventuell auch füllen und dann als Alternative zur Weihnachtsgans nehmen. Immerhin. Oh Mann, der saugt sich. Cool. Gar nicht mal so schlecht, auch wenn die Beine vielleicht ein bisschen verknickt sind, aber ich habe schon schlechtere Froschimitate gesehen. Was haben wir hier noch dazu? Afrikanischer Ochsenfrosch. So, das sieht irgendwie gar nicht so aus, oder? Wow. Aha. Man hat natürlich ein neckisches Spiel dabei. Ich bin begeistert. Und eine Menge wissenschaftlicher Informationen. Achtung, bissiger Frosch. Ja, das habe ich gerade gesehen. Er hat mir fast den Finger abgenagt. Lebt in feuchten und trockenen Savannen. Wie jetzt? In feuchten und trockenen Savannen? Mal. Kann er machen. Vier wechseln in der Sonne die Farbe. Vier leuchten im Dunkeln. Und der Rest macht gar nichts. Die kleinen und bunten Frösche sehen wirklich ganz sympathisch aus, aber lass dich nicht durch ihre großen Augen täuschen. Nein. Auch wenn die Tiere harmlos scheinen, können sie sich mit ihren Geheimwaffen anbeißen, wie zum Beispiel einem Maul, was so weit offen steht, dass man seinen Finger einfach reinstecken muss und dann kommt man nicht mehr wieder raus. Aha, na gut. Das wusste ich noch nicht über Frösche. Oh, wir haben hier noch einen lila. Du bist ein glibberiger, fetter Zeitgenosse. Sehr bunt. Was bist du denn? Hat das wirklich mal als eine mexikanische Grabkröte? Sie gräbt. Super. Kann ihr auch was? Sie ist sehr neugierig. Sie sieht auch sehr neugierig aus. Schließlich hat sie ein weit offen stehendes Maul. Das hat der andere allerdings auch. Aber sie sieht irgendwie neugieriger aus. Doch, doch, doch. Ja, wobei ehrlich gesagt, also wenn das eine mexikanische Grabkröte ist, dann ist das. Vielleicht ist sie in der Natur nicht gar so lila oder das Foto ist einfach schlecht, aber wenn ihr meint. Also wirklich, Leute, gerade wenn einem nichts mehr einfällt, was man in Blind Bags machen könnte, kommen sie mit Fröschen um die Ecke. Aber es könnte schlimmer sein, wirklich. Ich meine, vielleicht lernt man sogar noch was dabei, wenn man ungefähr 6 ist und noch nie was von Fröschen gehört hat. Und ja, die so schlecht sind sie auch wieder nicht. Wir wollen mal nicht so sein. Gnade vor Recht lassen wir ergehen, der Agostini, für die tolle Idee. Nur das mit der New Edition verstehe ich nicht ganz, weil es garantiert keine alte Edition gab. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefällt, bitte upvoten. Wenn ihr mir auf Twitter folgen wollt, könnt ihr das gerne tun. Adresse steht unten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.